Hör auf, Kali. Ich habe jetzt keine Lust. Also gut, wenn das so ist, sag ich gar nichts mehr. Ich habe einen Albtraum gehabt. Ich habe vom Vorher geträumt, von unserer Stadt. Jetzt reicht's mir. Ich bin kein Gott. Warum soll ich gleichzeitig mit dem Lichtvater aufstehen? Ein guter Hüter des Feuers sein, dem Sonnengott dienen, den Predigern fällt auch nichts anderes ein. Arkan, wenn dein Vater dich hören würde. Und glaub mir, das Leben eines Lumpensammlers wie meines oder das des alten Danris ist auch nicht gerade eine Freude. Ich habe Lust, mich wieder neben dich zu legen. Arkan, nein. Es war schon gefährlich genug, die Nacht hier zusammen zu verbringen. Sie sollen uns doch nicht zusammenfinden. Ich habe Lust, mich wieder neben dich zu legen. Arkan. Da ist ja meine Uniform. Ich habe Lust, mich wieder neben dich zu legen. Arkan. Lass mich durch. Musst du mit dem Chef sprechen? Das geht dich nichts an. Geh zur Seite. Leg dir einen anderen Tod zu, Hüter des Feuers. Dann sehen wir weiter. Verdammt, geh sofort zur Seite. Seit wann gibst du hier die Befehle? Verdammt, geh sofort zur Seite. Sieht aus, als wolltest du mit mir kämpfen. Da will ich dich nicht enttäuschen. Sei gegrüßt, Profos. Ah, Arkan, da bist du ja. Profos Dorkan, es tut mir leid. Zed hat mich zurückgehalten. Ihr wisst ja, wie er ist. Erspar mir deine Arroganz und deine schlechten Ausreden. Nicht heute. Die große Priesterin Lori leitet im Tempel des Sonnengottes eine wichtige Ratssitzung. Du wurdest bestimmt, die Tür des Ratsaals zu bewachen. Der Hüter des Feuers Jeddah wartet schon ziemlich lange da unten auf dich. Geh hinunter und nimm deinen Posten ein, bevor die große Predigerin kommt. Mit Jeddah-Wache stehen, oh nein. Können Sie mich nicht woanders gebrauchen? Arkan, genug. Die Befehle kommen von der großen Predigerin Lori selbst. Geh hinunter und nimm sofort deinen Posten ein. Wer hat es denn geschafft, die große Predigerin so früh morgens aus den Federn zu holen? Pass auf, was du sagst. Und gehorche, Hüter des Feuers. Geh sofort hinunter, und zwar mit deinen Waffen, um da zu sein, wenn die große Predigerin kommt. Geh hinunter und nimm sofort deinen Posten ein. Aber... Los, an deinen Posten! Aber... Los, an deinen Posten! Hüter des Feuers, geh sofort hinunter und nimm deinen Posten ein. Kabak, musst du denn in deinem Alter noch immer jungen Mädchen nachsteigen? Glaub mir, mein Sohn, der Lichtvater meint es heute gut mit uns. Ich hab da gerade so ein junges Ding mit feurigen Augen gesehen. Einfach zum Anbeißen. Du hast dich diese Nacht wahrscheinlich wieder mit diesem schrecklichen Pilzschnaps besoffen. Nein! Ich hab sie wirklich gesehen. Ich schwör's dir. Mir glaubt man sowieso nie. Gibt's was Neues außer dem Mädchen deiner Träume? Im großen Tempel des Sonnengottes findet eine Versammlung statt, die nicht vorgesehen war. Ich glaube, die große Predigerin empfängt die Lumpensammler. Aber das scheint nicht besonders wichtig zu sein. Schließlich schickt Dorkan nur zwei von uns dahin. Was ist das für eine außerordentliche Versammlung? Ich glaube, die Typen aus der unteren Stadt haben was entdeckt und wollen es der großen Predigerin zeigen. Oder sowas in der Art. Du hast wirklich von nichts eine Ahnung. Wenn du nicht zufrieden bist, kannst du ja zum Profos gehen. Du hast wirklich... Licht über dir, Teskan. Und über dir, Arkan. Rackerst du dich noch immer ab für nichts und wieder nichts? Du spinnst wohl. Kommandantin Fedoria hat mich gebeten, die nächste Expedition des großen Zed mit vorzubereiten. Wie du siehst, sind bis zu seiner Abreise noch einige Maschinen in Ordnung zu bringen. Und er wird aufbrechen, wenn sich der Sonnengott beim nächsten Mal erhebt. Ach, Hüter des Feuers zu sein, ist wirklich ein Hundeleben. Ich hätte es wie mein Vater machen und Prediger werden sollen. Da hat man nichts weiter zu tun, als von Zeit zu Zeit Predigten über den Sonnengott vor sich hin zu murmeln. Ansonsten verbringt mein Vater sein Leben damit, in alten, verstaubten Büchern herumzustöbern, die sowieso niemand versteht.
Das solltest du nicht sagen. Rilzadar ist einer der weisesten und geachtetsten Männer des Staliten. Er ist ein Vorbild für alle anderen Prediger. Ich habe aber auch noch was vor. Ich muss an der Halle des großen Tempels mit Jeddah Wache schieben. Aufregend. Dadurch bekommt dieser Tag jetzt die richtige Würze. Eigentlich hast du doch Glück. Denn bei solchen Anlässen ordert Dorkan normalerweise mindestens 10 Hüter des Feuers ab, die sich stundenlang die Beine in den Bauch stehen. Das ist auch kein Trost. Ich muss halt in den sauren Apfel beißen. Viel Glück! Garn, sieht ja spannend aus, was du da machst. Mach dich nicht über mich lustig, Arkan. Möglicherweise bestimmt Dorkan dich, um mich bei Anbruch der Nacht abzulösen. Scheint dir keinen Spaß zu bringen. Ich bin auf Wache. Profos Dorkan hat mich angewiesen, hier zu bleiben, bis ich neue Befehle erhalte. Die Zeit wird einem lang, nicht wahr? Mich hat's auch erwischt. Ich muss in der Halle des großen Tempels Wache schieben. Zum großen Tempel? Du kannst gehen. Der Weg ist frei. Mach nur so weiter. Wenn du Glück hast, befreit Dorkan dich, bevor du dir die Sohlen durchgelaufen hast. Tja, ich kann ihm ja sagen, dass du nichts zu tun hast und mich gerne ablösen würdest. So, ich will dich nicht länger aufhalten. Sieht aus, als hättest du noch einiges vor dir. Ich gebe dir einen Rat. Verschwinde, oder du kriegst Ärger mit mir. So, ich will dich nicht länger auf... Ich gebe... Hey, immer mit der Ruhe! Hier ohne deinen Säbel Wache zu stehen? Sei gegrüßt, Jeddah. Wie steht's? Amüsierst du dich gut? An deiner Stelle würde ich aufpassen, was ich sag. Wenn Dorkan erfährt, dass du nicht da warst, als die große Predigerin eingetroffen ist, wirst du im Kerker verfaulen! Jetzt habe ich wirklich die Nase voll. Ich hätte Prediger werden sollen, wie mein Vater. Prediger? Du bist wohl verrückt geworden! Ich meine... Prediger, das ist schon was. Auch ich danke dem Sonnengott, der uns Licht und Wärme schenkt, jeden Tag für seine Güte. Aber ich würde nicht so weit gehen, vor dem Kristall im Saal des Rahal nebenan zu beten. Nein, das ist nicht mein Stil. Das ist doch eine Arbeit für Idioten. Sei still und geh auf deinen Posten, verstanden? Das ist doch ein... Sei still. Arkan! Du willst wohl Ärger? Ohne deinen Säbel kannst du hier nicht Wache stehen. Ja, da hast du recht. Arkan, du willst wohl Ärger? Ohne deinen Säbel kannst du hier nicht Wache stehen. Das stimmt. Das kann ich nicht machen. Wenn Dorkan dich hier ohne Waffe sieht, kannst du einpacken.